So, guten Morgen hier im Grünen Hörsaal heute Morgen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben heute drei Vorträge in dieser Session und es geht los mit Permin Kalberer, der uns was erzählen wird über GeoPackage, das hoffentlich ein angenommener Standard werden wird. Wir sind gespannt, wie es ist mit dem Datenaustausch. Bitte schön. Ja, besten Dank. Guten Morgen. Freut mich, dass so viele da sind. Um diese Zeit. Ich hoffe, Sie sind wegen dem GeoPackage da, nicht wegen den JPEG-Files. Ich sage zuerst noch ein paar Worte zur Firma, da ich zum ersten Mal in Österreich bin, wenn man Vorarlberg nicht dazu zählt. Wer Licht? Ah, doch, Licht. Entschuldigung, ja. Ich habe ein Video. Wir sind in Zürich stationiert, SourcePol. Ich erzähle mal weiter. Wir machen viel Kugis. Also wir haben 4 C++-Entwickler, die Kugis-Committer sind. Der Marc Kugeldoppel ist im Projekt Steering Committee. Er hat Kugis-Server entwickelt, viel Drucksachen, wir machen viel Plugins. Und wir bieten Dienstleistungen an unter dem Titel Kugis Enterprise und Dienste an unter Kugis Cloud. Haben auch Beiträge für Ogger Gedal und WebGIS und andere Sachen beigetragen. Zum GeoPackage. Das ist ein junger OGC-Standard. Er wurde 2014 freigegeben. Ich habe diesen Vortrag unter anderem Titel auch schon einiges früher gemacht. Damals hieß er Spatial Light, das Shapefile der Zukunft. Weil das war eigentlich so ein bisschen das Vorbild für dieses Geo-Package und technisch auch sehr, sehr nahe. Und das Ziel dieses Standards war, eine plattformunabhängige Container zu schaffen, den man gut verteilen kann und aber auch direkt benutzen kann, ohne Entpacken und so weiter. Und kurz gesagt, es geht darum, dass man Vektordaten und Rasterdaten in einem File speichern kann. Und zwar dieses Fileformat, das ist SQLite, das kennen sicher einige. Das ist eine Datenbank in einem File, kann man sagen. Es ist ein spezielles Fileformat mit einem API, das SQL-Zugriffe erlaubt. Es ist Cross-Plattform. Also portabel, es braucht keinen Server wie eine klassische Datenbank, es ist eben nur ein File, hat aber trotzdem Transaktionen und ist natürlich Open Source. Das ist in sehr breitem Einsatz. SQLite hat es zum Beispiel in allen Android-Geräten drin, Mozilla hat es in Firefox drin. Das ist ein weit verbreiteter Speichermechanismus, den es eben seit 2000 gibt, da wurde die Version 1.0 freigegeben. Er ist in C programmiert. Man greift normalerweise nicht direkt quasi via File zu, sondern über eine Bibliothek. Also es gibt eine API-Bibliothek, die SQL-Zugriff erlaubt. Das ist für Datenbank-Anwender eine sehr praktische Art. Das heißt, ich kann auch ohne zusätzliche Software direkt mit diesem File arbeiten. Und habe mächtige Konstrukte, halt was SQL bietet. Eine Spezialität vielleicht jetzt im Vergleich zu PostGIS oder Postgres ist, dass das Typensystem relativ tolerant ist. Also ich kann Zahlen und Strings mischen, wenn ich das will. Also da ist dann ein bisschen ein Unterschied zu bekannten Datenbanken. Es hat eine gute Kompatibilität zu SQL 92, also es gibt Joins, Views, Triggers, Transaktionen. Beim Locking, da ist es ein bisschen speziell und das spürt man dann auch, dass nur ein File ist, gibt es halt wirklich einen File-Lock, wenn ich da drauf schreibe. Das heißt, es kann nur ein Prozess gleichzeitig schreiben. Und in früheren Versionen war es sogar so, dass auch ein Leseprozess alles blockiert hat. Und das ist jetzt seit 3.7 nicht mehr so. Das heißt, in aktuellen Versionen
hat man beim Lesen eigentlich keine Locking-Probleme. Beim Schreiben, sobald ich schreibe, dann mache ich datenbankweite Locks. Also das ist schon ein wichtiger Unterschied zu serverbasierten kleinen Serverdatenbanken. Und das spürt man manchmal auch. Also man hat manchmal Verzögerungen und das sind dann häufig eigentlich diese Locks, die da ausbremsen. GeoPackage basiert auf SQLite Version 3 und hat deshalb diese Funktionalität. Die Filegröße maximale ist ungefähr 140 Terabyte, das heißt, das ist selten eine Einschränkung. Das war jetzt SQLite, die Basis. Und GeoPackage ist jetzt die Erweiterung um räumliche Datentypen. Also man kann sich vorstellen, wie PostGIS quasi zu Postgres. Es definiert ein Schema, wo diese Geometrien abgelegt sind und wie sie abgelegt sind und bietet Funktionen dazu, also zum Beispiel Intersect-Funktionen, so ein minimales Set an SQL-Funktionen. Einerseits gibt es Vektordaten und es gibt Rasterdaten. Das können Pyramiden sein, also so MB-Tiles-mäßig, also Kacheln mit Pyramiden. Bei den Vektordaten gibt es so die typischen Simple-Feature-Typen nach OGC, also Punkt, Linien, Polygone, mit Z, mit M und mit ZM zusammen. Das Format ist ein WKB, eine WKB-Erweiterung. Eine Einschränkung, die gemacht wurde beim Standard, ist, dass es nur eine Geometrie pro Tabelle gibt. Also natürlich mehrere Tabellen mit Geometrien pro Datenbank, aber pro Tabelle nur eine Geometrie. Das ist eigentlich nicht eine technische Einschränkung, sondern die Spezifikation wurde da eingeschränkt mit dem Ziel, dass sie möglichst einfach ist. Es gibt Indizes, also diese R-Stern-Trees. Und zusätzlich zu diesen Vektordaten gibt es, wie gesagt, Raster, wo ich dann noch mehr dazu sage. Die Funktionen, die enthalten sind, so Hilfsfunktionen, die man benötigt, wenn man zugreift, die bekannten eigentlich von PostGIS oder sehr ähnlich, Geom from Text, das ist ja auch eigentlich ein OGC-Standard, diese Grundfunktionen, as Binary, as Text, und es gibt auch as GML. Und dann wichtig, Intersection, Contains, Touches, Buffer, Union und noch Locate Along, Locate Between, also auch lineare Referenzierung. Das ist so das minimale Set, das vorhanden sein muss. Das kann dann etwa so aussehen. Also ist eine einfache Anfrage, die einfach auf der Distanz beruht. Eigentlich, wer PostGIS kennt, der wird etwas erwarten. Was vielleicht ein Unterschied ist, dass man hier häufiger auch mit explizit dann die Indizes in die Queries reinnimmt, um sicherzustellen, dass sie benutzt werden. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Spatialite ist ja was sehr Ähnliches und deshalb mache ich jetzt eine kleine Seitennotiz für Leute, die Spatialite kennen. Also Cookies-Anwender kennen Spatialite wahrscheinlich. Das ist so ein Format, das sehr gut unterstützt wird in Cookies. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Vorbild vom GeoPackage. Und ich zähle jetzt hier noch auf, was es zusätzlich bietet zu GeoPackage. Da gehört das Command-Line-Interface dazu und auch GUI-Tools. Es hat Import-Export-Funktionen eingebaut. Und was sehr nützlich ist, ich habe so virtuelle Tabellen, die ich einbinden kann. Das heißt, ich kann Dateien als virtuelle Tabelle im SQLite einbinden oder in Spatialite und dann auch mit SQL darauf zugreifen. Das heißt, ich kann Shapefile-Joins machen zum Beispiel. Und da gibt es auch noch weitere Bibliotheken, Netzwerk-Routing und Rasterlite für Rasterdaten.
Es war sogar mal eigentlich die Idee, dass Spacelight wirklich quasi 1:1 zum Standard wird. Man hat sich dann anders entschieden. Also es ist auch so, dass das WKB-Format nicht dasselbe ist. Aber unterdessen ist Spacelight eigentlich so weit weiterentwickelt, dass es beide Formate unterstützt. Das heißt, ich kann auch mit Spacelight-Treiber Geopackage verarbeiten. Zu den Rastern. Da war eigentlich das Vorbild so ein bisschen MB-Tiles, was sicher manche kennen. Da geht es darum, dass man Kacheln halt praktisch verteilen kann. Das heißt, ich speichere einen Satz von Rasterkacheln in einem SQLite-Container. Und das ist dann sehr simpel. Also ich habe einfach eine Tabelle mit den XYZ-Werten und dem PNG oder dem Bild drin. Das ist übrigens auch praktisch identisch jetzt zum neuen Format für Vektortiles. Da ist der Unterschied, dass einfach statt einem PNG oder JPEG eine Vektorkachel drin ist, also ein gezipptes Protobuf-Binary. Aber sonst macht jetzt Mapbox eigentlich das gleiche Format für Vektortiles. Und das ist, wie gesagt, sehr ähnlich hier im Geopackage. Es ist hier einfach noch ein bisschen ausführlicher spezifiziert und wichtige Unterschiede sind, ist, dass ich mehrere solche Tilesets speichern kann, im Gegensatz zum MB-Tiles, und dass sie nicht so Webmercator-Projektion sein müssen, das heißt, dass auch andere Projektionen unterstützt werden, was natürlich sehr wichtig ist. Dann gibt es Metadaten, die im Geopackage gespeichert sind. Contents, das listet auf, was alles drin ist. Data Columns und Geometry Columns ist das, was man kennt auch von PostGIS, wo drin steht, welche Spalte ist jetzt die Geometrie-Spalte von einer Tabelle. Und dann gibt es Metadaten für Raster, also Teilmatrix, Metadata, Spatial Refsys, kennt man auch vom PostGIS her. Und dann gibt es auch noch Metadata in XML-Format. Und dann, sehr wichtig, kommen die Metadaten für Extensions. Das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht erwähnt. Man kann Extensions definieren und es sind auch bereits Extensions im Standard drin, die man hier registriert. Zusätzlich noch Indizes-Daten und auch noch mögliche Trigger, die man einfügen kann. Extensions habe ich hier ein paar wichtige aufgelistet. Der erste ist aus dem Standard selbst. Also es gibt auch nicht-lineare Datentypen. Also ich kann Kreisbögen speichern. Analog der Erweiterung im PostGIS. Das ist eine Erweiterung, die auch im Geopackage-Standard drin ist. Eben im Die Bedeutung, dass es eine Erweiterung ist, heißt, es muss nicht überall unterstützt werden. Aber es wird bereits zum Beispiel von Ogre-Gedal unterstützt. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit QGIS Kreisbögen speichern in einem Geopackage-File. Dann eine zweite wichtige Erweiterung ist nicht Spatial Daten. Es ist so, dass ich ja in einem SQLite noch beliebige Tabellen speichern kann. Nur gemäß Standard ist quasi, müssen alle Tabellen registriert sein in den Metadaten und deshalb gibt es eine einfache Erweiterung von Ogre-Gedal, diese Spatial Data Extension, die diese weiteren Tabellen auch registriert als Tabellen ohne Geometrie, damit das auch konform ist zum Geopackage-Standard. Und es gibt auch schon Erweiterung für Point Cloud-Daten und es wird sicher noch viele Erweiterungen geben. Eine Erweiterung, die wir gemacht haben, sie ist noch nicht publiziert als Plugin, aber schon der Quellcode ist verfügbar. Wir haben ein Experiment gemacht, um QGIS-Projekte direkt in einem Geopackage zu speichern. Und im QGIS-Projekt, wer das kennt, da ist eigentlich die ganze Symbolisierung drin. Das heißt, aus dem kann ich dann die Karte machen.
Häufig braucht man noch zusätzliche Files wie spezielle SVG-Symbole oder in einem Print Composer, also im Layout für den Druck, brauche ich noch irgendwelche Logos. Und das definiert jetzt diese Extension, dass ich auch diese erweiterten Daten speichern kann, direkt im Geopackage. Das Ganze ist ein Kugis-Plugin und das heißt, ich kann jetzt Daten austauschen, inklusive Karten. Andere Anwendungen können das auch machen. Das ist einfach ein Vorschlag, wie Kugis seine Projekte in einem Geopackage speichern kann. Es ist momentan noch nicht, es ist eine Python-Erweiterung und das heißt, es ist nicht nahtlos eingebunden. Also ich muss wirklich sagen, ich will jetzt so ein Geopackage, All-in-One-Geopackage laden oder ich muss explizit einen Button drücken, ich will jetzt das Projekt speichern in diesem Geopackage. Ich erhoffe mir eigentlich, dass das Anklang findet und dann in den Kern kommt, wo man das wirklich dann nahtlos einbinden kann. Das wäre eigentlich so diese Extensions und zum Abschluss so eine Liste der Vorteile von Geopackage oder der Stärken von Geopackage. Sehr wichtig ist, ich kann Daten austauschen und direkt performant nutzen. Das bietet mir eigentlich kaum ein Format, dass ich das so einfach machen kann und wirklich so gut. Nämlich in einem einzelnen File, Vektoren und Raster. Und es wird von mobilen Clients unterstützt, bis auch zu Serveranwendungen. Dieser Extension-Mechanismus ist sehr wichtig und nützlich. Und deshalb mache ich diese Geopackage-Promotion. Das heißt, ich bitte die Leute, nach Geopackages zu fragen, wenn es darum geht, dass Daten angeboten werden, weil eigentlich schon alle wichtigen Desktop-GIS unterstützen Geopackage. Also es hat sich sehr schnell durchgesetzt. Man kann wirklich gut arbeiten mit Geopackage. Und wenn hier Leute sitzen, die selbst Daten anbieten, dann bitte ich halt auch Geopackages anzubieten als Format, weil es ist meiner Meinung nach wirklich das perfekte Format für Open Data. Gut, besten Dank. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Da sind bestimmt noch Fragen dazu. Die müssen wir immer wiederholen, damit das auch im Video dann hörbar ist. Sie haben gesagt, dass verschiedene Funktionen definiert sind in Geopackages, aber ist es nicht so, dass nur für die R-Tree-Extensions 4 Funktionen verlangt werden, nämlich die Min- und Max-Koordinaten X und Y abzufragen und ansonsten noch für die SQL-MM-Views, aber ansonsten keine Funktionen in der Geopackage-Spezifikation verlangt werden, sondern Implementationen, die bereitstellen können. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass diese Funktionen da sind. Das ist die erste Frage. Und die zweite, wir haben festgestellt, wir arbeiten mit Geopackage unter anderem für Kanaldaten. Dort haben wir eine Tabelle mit mehreren Geometrien, um dann das zu umschiffen. Haben wir das so gemacht, wie es auch vorgeschlagen wird, nämlich Views zu definieren, die jeweils nur eine Geometrie enthalten. Und dann haben wir festgestellt, dass Spatial Light massive Probleme bekommt mit diesem Geopackage und nicht mehr darauf zugreifen kann, weil SQLite versucht, Kompatibilitätstabellen als virtuelle Tabellen anzulegen für einen Spatial Light Zugriff und dabei nicht mit diesen Views zurechtkommt. Hat man es jetzt verstanden auf der Aufnahme, da muss ich es wiederholen. Er hat schon den Finger hochgezeigt, der Videomensch. Nein, es war sehr laut, ich glaube, man hat es verstanden. Also ich war da mit den Funktionen, gebe ich besten Dank, da war ich ein bisschen ungenau mit den Muss-Funktionen und Kann-Funktionen. Das stimmt, die haben noch recht reduziert vom ursprünglichen Proposal auf das Final Standard. Mit den Muss-Funktionen haben sie recht eingeschränkt. Das ist in der Praxis, wenn man jetzt mit GEDAL zum Beispiel, Ocker GEDAL arbeitet, spürt man das nicht. Ist das nicht so wichtig, wenn man direkt arbeitet schon. Jetzt Ihre zweite Frage war jetzt für mich nicht ein bisschen unklar. Sie haben jetzt dann häufig von Spatial Light geredet. Das heißt, Sie greifen dann quasi mit Spatial Light auf Geopackage Views und haben da ein Problem. Wir machen Geopackage eigentlich direkt selber. Aber wir wollen natürlich, dass dieses Geopackage in möglichst vielen Software-Systemen verarbeitet werden kann. Und dann ist natürlich Spatial Light sehr wichtig, weil es an vielen Stellen dann auch für einen Geopackage-Zugriff eingesetzt wird.
Und dabei haben wir eben festgestellt, dass es da zu diesen Problemen mit den Views kommt, sodass also diese Views nicht verwendbar sind. Gut, im Moment würde ich das einfach als Hinweis in dem Fall entgegennehmen. Ich denke, oder mit der Zeit wird man nicht mehr so stark über Spatial Light auf GeoPackage gehen, weil jetzt wirklich der GeoPackage, der direkte GeoPackage-Support immer besser wird, also auch in Cookies ist er jetzt wirklich mit jeder Version stark verbessert worden, meistens durch GDAL-Verbesserungen. Aber also, GDAL verwendet doch OGR für GeoPackage-Zugriff auch? Nein, Spatial Light. Nein. Ganz sicher, GDAL geht direkt aus SQLite, also die haben einen speziellen GeoPackage-Treiber gemacht. Ja. Es gab zuerst mal, das ist vielleicht das, was Sie meinen, es gab im Spatial Light gab es quasi zwei Modus, also gab es den GeoPackage-Modus und den Spatial Light-Modus, aber unterdessen gibt es einen Native GeoPackage-Treiber für Ogre GDAL, also und der unterstützt eigentlich, oder ist sehr gut und wird jetzt laufend verbessert. Welche proprietäre Git-Software unterstützt dieses Format? Weil der Dienstleister ist abgebunden für den Kunden, Produkte in diese Culture und hat besser als umzustellen. Das heißt, für Analyse, SAP-Analyse etc., Konfektion, Konfektionieren ist Open Source immer gut, aber die Frage entsteht dann, bringe ich das sozusagen in mein vereinbartes Endprodukt? Also die Frage nach den Unterstützungen in proprietären Produkten auf GeoPackage. .org ist es, glaube ich, der Link, geopackage.org. Da ist eine große Liste drin, wer alles GeoPackage unterstützt und die bekannten proprietären Produkte unterstützen GeoPackage. Es gibt noch Detailprobleme, also dass man zum Teil mit einem System ein GeoPackage schreibt und der andere kann es nicht lesen. Also da gibt es noch ein bisschen Streit rein, wer jetzt wirklich den Standard richtig umsetzt. Aber das hat sich eigentlich jetzt laufend verbessert und unterdessen denke ich, dass wirklich überall zumindest einsetzbar ist und bei gewissen Produkten wirklich auch schon sehr gut unterstützt wird. Also gerade ArcGIS, halt so der bekannteste, das unterstützt GeoPackage. Ja. Wir veröffentlichen momentan das Verkehrtnetz von Österreich testweise als GeoPackage ebenfalls, also GD-Datensatz. Und bisher war irgendwie meine Annahme, es gibt keine Möglichkeit, nicht räumliche Tabellen wie zum Beispiel API-Relationen abzukriegen. Sie haben jetzt da diese Extension erklärt. Wie ist das dann mit der Kompatibilität? Also wenn jetzt jemand diese Extension nicht in Verwendung hat? Ja, Extension bedeutet einfach, es muss nicht unterstützt werden von den verschiedenen Anwendungen und die sehen dann quasi einfach nichts. Das heißt, die sehen diese Tabelle nicht oder schauen sie nicht an. Ja. Zurzeit benutzen wir Spatial Light aus Java heraus, was ein bisschen anstrengend ist, aufgrund der Bruchkante zwischen C und Java. Ist es bei GeoPackage leichter? Also kann ich nativ irgendwie ohne, was heißt nativ, kann ich ohne C-Treiber irgendwie darauf zugreifen, ohne Serial Driver läuft ja nativ in C. Ja. Und um mit Java damit zu kommunizieren, gibt es halt noch irgendeine Bruchkante und es ist halt relativ hart, gerade mit Ladefahrten von irgendwelchen Lips und so. Also kommt man ohne C-Treiber irgendwie daran? Ehrlich gesagt, ich bin nicht aus der Java-Welt. Kannst du kurz wiederholen? Die Frage war, kommt man aus der Java-Welt ohne C-Treiber ran an das File? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass unterdessen Geo-Tools, Geo-Server und so weiter auch Geo-Package-Support haben. Das heißt, es wird gemacht, aber technisch weiß, kann ich jetzt die Frage nicht beantworten. Okay, also gerade Geo-Tools und Geo-Server benutzen da halt auch derzeit noch den, also für Specialized natürlich den C-Treiber. Und das ist halt echt ein Hindernis noch, ja. Weil es nicht so einfach ist wie mit einer Oracle-Datenbank oder einer Postgres-Datenbank. Okay, gut. Gut, wir hätten vielleicht Zeit für noch eine Frage. Eigentlich mehr ein Hinweis zu den nichträumlichen Tabellen. Soweit ich es im Kopf habe, ist es durchaus erlaubt, auch ohne Erweiterung, es ist ja eine allgemeine SQLite-Datenbank, dort nichträumliche Tabellen zusätzlich drin zu speichern.
Die Frage ist nur, ob Sie andere Anwendungen dann sehen. Eben, ob Sie sie sehen und verarbeiten. Aber der Unterschied ist noch quasi, es ist dann wirklich ein offizielles Geopackage. Und sonst ist es quasi nicht mehr ein richtiges Geopackage, dem Standard entsprechendes. Aber es ist wirklich also eine Feinheit. Das sind nur Metadaten, die eingefügt werden. Ja. Gut, ja, gut, die Zeit dann ist. Dann vielen Dank. Geben wir den Leuten noch Zeit zu wechseln.